Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat 1 Todeszeitpunkt Kapitel 14. Viel Spaß. Bist du bereit, die Suche zu beginnen? Bereit genug, auf dass andere Zeitlinien und Titanen zu finden sind. Garrus? Liu Kang? Ruhig, Kitana. Du bist unter Freunden. Was passiert hier? Wo bin ich? Weit weg von zu Hause. Genauer gesagt, in einer anderen Zeitlinie. Was? Bist du auch ein... Ein Wächter der Zeit? Ja. Wir beide also? Wie ist das nur möglich? Der Kampf um Kronikas Stundenglas hat die Zeit aufgespalten. Wo einst eine Zeitlinie verlief, gibt es nun viele. In jeder neuen Zeitlinie hat dieser Kampf die Möglichkeit, anders auszugehen. In meiner wurde ich der Wächter der Zeit. In deiner warst du es. In anderen ist es vielleicht Jade, Sindel oder Kano. Die Möglichkeiten sind endlos. Wenn aus einer Zeitlinie mehrere entsprungen sind und wir beide Teil davon sind, dann bist du... Du bist mein... Liu Kang. Derselbe, der am Hof von Shang Tsung gegen dich gekämpft hat. Und im Kolosseum mit dir. Der vor Stolz strahlte, als du Khan der Außenwelt wurdest. Ja, das schau an. Warum hat sich das Schicksal nur gegen uns verschworen? Dürfen wir das Leben gar nicht genießen? Gute Frage. Vielleicht in einer der anderen Zeitlinien. Wer weiß. Ich würde gerne glauben, dass du mich deshalb herbrachtest. Aber... Dafür kenne ich dich wirklich zu gut. Welche Pflicht erwartet uns? Etwas Geduld. Zuerst müssen wir mehr unserer alten Freunde versammeln. Shang Tsung, ein Titan mit der Macht des Stundenglases. Ja, Kung Lao. Eine Bedrohung für alle Zeitlinien. Noch weiß er aber nur von seiner und der von Liu Kang. Noch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich hatte gehofft, mein Sieg über Kronika würde den Combat-Kreislauf durchbrechen. Doch, er beginnt von Neuem. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Shang Tsung stoppen. Wenn nötig, helfen die Millionen meiner Gemeinschaft des Weißen Lotus. Danke, meine Freunde. Er ist hier. Verbündete und sogar Titanen. Wie konnte ich nur so blind sein? Unsere beiden Zeitlinien sind nicht die einzigen. Geh zurück, Shang Tsung. Die Verschmelzung der Zeitlinien ist fehlgeschlagen. Ja, deine Kameraden waren einfallsreich. Daher begnüge ich mich damit, einfach deine Zeitlinie zu zerstören. Zu wissen, dass ich noch andere erobern kann, erleichtert mir die Entscheidung. Sobald ich dein Stundenglas zerstöre, hört deine Zeitlinie auf zu existieren. Es wird ein Vergnügen, dich noch einmal zu töten. Ein allerletztes Mal. Oh weh. Ah!
So wie damals. Jetzt aber. Ich werde stets wissen, was du vorhast. Ebenso. Hoffen wir, dass unser Vorteil entscheidend ist. Fight. Oh yeah, Leute. Wir sind Liu Kang. Das war gut, fand ich. Oh, der ist stark. Oh nein. Abwehren, abwehren. Habe ich abgewehrt. Oh, jetzt geht er aber ab. Der kann ihn nochmal machen? Ah ja, genau, wer es nicht gezogen hat, oder wie? Oh, jawohl. Böser Buraka, du kriegst es so richtig ab, Mann. Bam, bam. Er weiht alles ab und ich gar nichts. Ja, Uppercut. Bam, 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 bam. Wow. Vernichtet, Leute. Ich habe es vermisst, an Kitanas Seite zu kämpfen. Reißen wir ihnen das Fleisch von den Knochen. Sind die Tamias aller Zeitlinien so böse? Meine ist auch so. Triff erstmal meine. Dann wirst du anders denken. Nur zu gern, wenn wir diesen Kampf überleben. Fight! Okay. Nächster Tanya. Oh, Tanya! Ach nee, das ist die Mei. Aha. Oh. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Ja. So geht's meinem Nacken auch zur Zeit. Los! Jawohl. Ach, sie hat gewonnen, kommt mir gerade. Shit! Auf jeden Fall schwieriger, das Spiel. Oh, der Hintergrund. Wie episch. Geil schaut das aus. Ah, nächster. Boah, boah. Boah, Leute. Jetzt habe ich ausgeteilt. Episch. Dem macht Spaß zu kämpfen. Komm, Fußball! Jet Li Jackie Chan Modus aktiviert! Ja, Fusion zu Liu Kang! Uhuhu. Oh, der Kampf ist cool, also der Angriff, meine ich. Mehr hat Shang Tsung nicht zu bieten. Oh oh. Es hat begonnen. Wir müssen sie stoppen. Ist das Stundenglas leer, wird diese Zeitlinie zerstört. Hä? Heile rasch, mein Freund. Oh, der Raiden hat es nicht richtig drauf. Diese Schlacht endet mit der Auslöschung deiner Zeitlinie. Deine letzten Augenblicke werden qualvoll. Ja, prahl du nur.
Ich habe viel bösere Zwillinge als dich besiegt. Fight! Liu Kang vs. Liu Kang! Shit. Sehr schön. Oh. Das ist cool. Jetzt macht er denselben Move. Shit. Ich muss Fatality aktivieren. Ich aktiviere ihn. Jawohl. Cool. Aber es war ja kein Fatality. Ich nehme mal mit meinem Fatality. Komm schon. Mach einen coolen Move, Junge. Jetzt konnte er irgendwie gar nichts machen. Shit, Alter. Uppercut des Todes. Zurück in eure Zeitlinie, Brüder. Wir haben wenig Zeit. Das Stundenglas versagt. Dann lasst es uns beenden. Jetzt. Seid gute Mädchen und tötet sie, ja? Wie du befiehlst, Shang Tsung. Kitana und ich übernehmen sie. Rette das Stundenglas. Ja, Liu Kang. Narr, du kannst es nicht retten. Oh oh. Ich weiß nicht, welches schlimmer ist. Beide sind verzerrte Bilder von mir. Sie sind abscheulich. Wir lassen sie nicht überleben. Fight. Wahnsinn. Ein Kampf nach dem anderen, Leute. Oh. Okay, ich versuch grad was. Ich soll vielleicht aufhören zu versuchen. Und einfach drücken! Oh no, jetzt kommt meine. Also diese blauen und roten Flammen sind einfach nur schön. Ach scheiße, das war gut, das sah auch cool aus. Wie kriege ich nur die zwei Angriffe von ihm hin? Oh! Ich war voll im Modus. Sobald Shang Tsung tot ist, seid ihr es auch. Wie sie jetzt alle drauf schießen. Echt fast geschafft, ne? Das ist nicht vorbei, Liu Kang. Hab Dank für eure Hilfe, ihr alle. Dies ist unser Sieg. Shang Tsung ist fort, aber nicht besiegt. Er kehrt zurück und versucht es erneut. Nicht nur gegen diese Zeitlinie, sondern gegen alle Zeitlinien. Unser Vorgehen ist klar. Wir müssen in die Offensive gehen und ihm die Macht für zukünftige Angriffe gegen uns nehmen. Ich stimme zu. Doch Shang Tsung versammelt sicher schon Verbündete, so wie ich euch. Wir müssen es ihm gleich tun.
und eine übermächtige Armee aus allen Zeitlinien aufstellen. Wahnsinn. Das sind jetzt alles die Guten, oder wie? Alle doppelt und dreifach. Armageddon, Leute. Wähle deinen letzten Charakter. What the fuck? Ja, nee, oder? Was ist denn das? Boah, man kann alles spielen. Wen nehmen wir denn jetzt? Ich wäre ja schon voll für Liu Kang, oder? Oder Johnny Cage? Ah, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Schade, dass man Omni-Man nicht spielen kann. Den haben wir halt auch gar nicht gespielt, Geras. Nein! Also, den wollte ich eigentlich nicht nehmen. Es gibt keinen Ausweg mehr, Shang Tsung. Kein Versteck. Wir haben uns verbündet, um alle Zeitlinien von deinem Bösen zu säubern. Deine Bedrohung endet genau hier. So selbstsicher, Liu Kang. Du denkst wirklich, du kannst gewinnen. Es gibt keinen anderen Weg. Denn durch alle Zeitlinien hindurch neigt sich die Geschichte der Gerechtigkeit zu. Ach ja. In dieser Zeitlinie neigt sie sich mir zu. Mega cool, ey. Liu Kang, welche Hölle ich entfessele. Alter, alle gegen alle. Was zur Hölle? Schau dir das an. Da sind wir. Das klopft dir? What the fuck? Oh, wir haben mit Garas noch gar nicht gespielt, was machen wir hier eigentlich? Oh mein Gott. Hä? Oh, wir sind richtig schwerfällig. Oh, scheiße. Er hat alle Fähigkeiten noch dazu. Aber auch coole, haben wir drauf. Uppercut. Und jetzt zum nächsten, oder? Ja.
aus der Geschichte. Oh, Johnny Savage. Baraka und Johnny Cage gemixt, ey. Oh, scheiße. Komm, Liu Kang, hilf mir. Oh, so dumm, dass wir den sind. So dumm, dass wir dieser Charakter sind. Scheiße, was für ein Typ. Oh. Scheiße, was macht, passiert hier? Was passiert hier? Oh, ich hab's geschafft. Sei vergessen. Fight. Okay, okay. Der war cool. Kieferzauberin. Ziemlich war gut. Alter. Cool. Das schau an. Sonja und Kane. Donnerwächterin. Was passiert hier? Jetzt da. Ich habe hier Zeituhr gemacht da oben. Wir sind so langsam. Scheiße. Oh, daneben. Oh, scheiße, wir haben verloren. Oh, jetzt aber, Leute. Go. Wer ist denn das? Ja gut, Leute, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob ich diesen Kampf hier schaffe, dann schaut in der nächsten Folge wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.